Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Wir spielen heute mal wieder LS19 und ich zeig's euch gleich einmal. Wir besitzen ein neues Feld und zwar Feld 18 und wir haben uns auch ich habe offscreen ein bisschen was gemacht, wie man auch am Geldstand sieht, und ja, hier wächst und gedeiht noch alles vor sich hin. Da hinten das Feld können wir abernten. Jetzt ist allerdings die Frage, was wir auf dem Feld haben. Das ist komisches Geld, das sind Sonnenblumen. Das heißt, wir brauchen natürlich einen neuen Aufsatz für unseren Drescher. Ich glaube, den habe ich sogar schon gekauft. Das werden wir gleich sehen. Und wenn nicht, dann gehen wir den einfach noch kaufen. So, ja, Autos kommen keine. So, Tempomat ist aktiviert. Ach, von drinnen ist das gleich viel angenehmer. Ja, was brauchen wir für Sonnenblumen? Irgendeinen neuen Häcksler? Keine Ahnung, wie man das nennt. Das werden wir gleich sehen. Aber ich glaube, da hinten sehe ich schon, als ich es gekauft hatte. Und ja, dann lassen wir wieder einen unserer Mitarbeiter natürlich das Feld abernten. So. Dann einmal hier rein. Aber wenn wir schon mal hier sind, können wir doch glatt mal gucken, ob wir uns nicht gleich eine komplett neue Maschine kaufen können. Feldhäcksler oder Mähdrescher, was ist das denn? Ja, Mähdrescher, gut. Wir haben den hier, 160 PS, 350 Liter, 5600 Liter, für das alles. Das ist, glaube ich, jeder zweite, wenn mich nicht alles täuscht. Ich hätte ja gerne den hier. Ich würde sagen, den kaufen wir uns auch gleich. Direkt. Moment, wieso ist der so günstig? Gibt es hier keine besseren? Oder bin ich da jetzt komplett falsch? Nee. Nee, doch, hier drinnen. Dann holen wir uns den. So, wir gehen einmal in die Garage und verkaufen natürlich gleich den alten. So, dann einmal komplett raus und da steht unsere neue Maschine. So, wenn wir dann das nächste... Ich habe doch noch ein bisschen Geld. Ach ja, nee, das war Mais hier, Schneidewerk. Ich hätte gern so ein Universalteil, was für alles ist. Ja, vielleicht kann mir da jemand helfen. Gibt es so eine Universaldinger, die für alles gedacht sind oder eher nicht? Das ist für Sonnenblumen. Das hat 7,6 Meter. Das ist nur für Sonnenblumen. 12 Meter. Was? Hier ist doch, gibt's gar keinen Unterschied. Okay. Ich glaube, so ein 7 Meter Teil reicht uns vollkommen aus.
Ja, kaufen. Zurück, Garage. Und da verkaufen wir natürlich gleich das alte. Das brauchen wir ja nicht mehr. Noch irgendwas? Ich glaube aber eher nicht. Nein. Ehe wir einsteigen. So, rückwärts gurken. Na, so. Oh Gott, hat der eine Lenkung. Gottes Willen. Drescher aufklappen. Nee, das war falsch. Ich würde gerne mal das Schneidewerk öffnen, um zu gucken, wie groß das ist. Das habe ich jetzt natürlich nicht mehr im Kopf. Naja, egal, das werden wir gleich sehen. So. Übers Feld fahren darf ich ja nicht. Das wurde mir strikt verboten, ne? So, dann fahren wir halt an der Seite lang. So, jetzt. Stopp mal. C. Drescher anschalten. Drescher aufklappen. Ach, das Ding kann man gar nicht aufklappen. Das ist so klein. Okay. So, Helfer einstellen war. Wir steigen einmal aus. Gucken uns den ganzen Spaß an. Und jo, läuft. Ja, hier ist noch nichts gewachsen. Da kommen wir einfach mal rüber rennen. Wir haben jetzt noch etwas Geld auf der Bank. Das heißt, wir könnten regulär noch irgendwas kaufen. Land. Kontostand 155, Wert 100. Oh, es wird. Oh, boah Gott, deswegen, es wird immer teurer. Ja. Gut, da werden wir wohl nichts machen. Hier gibt es aber irgendwie Aufträge. Da könnten wir ja mal gucken. Grubern gibt nur 2000. Bla bla bla, fällt 14 Ernten. Hier auch abernten. Nutze deine eigene Ausrüstung, kannst sie auch mieten, wodurch deine Belohnung aber um bla 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 sinkt. Gibt es hier nicht irgendwas, wo man ordentlich Geld verdient? Das ist ja alles hier. Ja gut, dann fahren wir noch ein bisschen Ernte weg, was wir noch im Silo haben. wenn ich hier rankomme. So. Autsch. Leider Gottes muss ich den hier nehmen, weil der die als einziges die Kraft hat, den Anhänger zu ziehen, wenn er voll ist. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, was ich mir hier als nächstes anlegen soll, ob ein neues Feld
Oder aber irgendwelche Tiere, denn ich glaube, man kann hier auch Felder einebnen und dafür Tierzucht machen. Befüllung starten. Von was haben wir denn am meisten? 19.000, 14.000, 15, 12, 14. Jetzt muss ich mal was gucken. Ich habe doch Sojabohnen. Wieso sind die leer? Sojabohnen im Wachstum. Okay. Dann bringen wir erstmal den Weizen weg. Starten. So, wir gucken, wo sich der Weizen natürlich gut verkauft. Bahnstation. Das ist jetzt in diese Richtung. Wieso ist die Markierung weg? Nö, die ist noch. Dann gucken wir mal ganz kurz. Ja, da unten. Ab. Ja gut. Kann das? Oh, ich will jetzt aber nie hupen. Und der nächste. Also, das müssten sie im nächsten Update mal patchen, dass die Autos einen gewissen Abstand halten, wenn sie anhalten und nie auf ihn zubrettern. Dies ist ja. Ja, gut. Im normalen Straßenverkehr würde das anders aussehen. Zum Glück bin ich noch Fahrrad- und Busfahrer. So. Wir könnten ja einfach mal das Radio anschalten, aber ich sehe hier gerade keinen Knopf dafür. Nee, schade. Denn mir ist seit kurzem bekannt, also mir wurde gesagt von jemandem, dass das Radio bei LS19 nicht Copyright geschützt ist. Und man, dann könnte man ja eigentlich das mal anschalten. Fahrzeugarm, Radiobereich nur Fahrzeuge, genau. Warum höre ich dann nichts? Das ist ein bisschen seltsam. Tempomat, Level ändern, Tempomat aktivieren, Kamera, Hupen, abkoppeln. Das ist zum Abladen, das weiß ich. Keine Ahnung, wo das Radio ist. Aber wir aktivieren mal den Tempomat. So, da sehen wir schon den grünen Lichtstrahl, wo wir hin müssen. No, da geht's Gehupe gleich wieder los. Hier kommt nichts, kann man direkt in die Kurve rein.
Ach, der hinter uns ist weg, das ist schön. So, gleich sind wir da. Mal schauen, wie viel Geld uns das heute bringt. Und mal gucken, wie ich dann am besten drehen kann. So, und einmal abladen. Vierzehntausend, naja, besser als nichts. Und, ja. Der Eik hat es geschafft, das ist sehr gut. 14.000, das ist ja... Ja gut, für die Verhältnisse in-game ist es eigentlich recht gut. Kann man sich nicht beschweren. Naja... So, da fahren wir jetzt erst einmal zurück. In der Hoffnung, dass die Sojabohnen vielleicht auch schon gewachsen sind. Ach, und da ist wieder so ein Drängler hinter uns. Trotzdem kann ich noch kein Radio anschalten. Egal wie. Ey. Was war das denn? Aber ich glaube, ich weiß, warum ich da nichts sehe. Wie wechsle ich jetzt nochmal auf den Traktor, weil der Anhänger ausgewählt ist? Gottes Willen, was war denn das? Keine Ahnung. Oh, der Drängler ist immer noch hinter uns. X war es nicht. F war Licht. R war auch nichts. Okay. Dann müssen wir es beim nächsten Mal machen. Jetzt habe ich gar nicht gesehen, wie viel ich hier Lohnkosten gezahlt habe. Mist. Die sollen günstig und viel arbeiten. Wie viel verdient so ein Helfer auf dem Land eigentlich, wenn er auf dem Feld aushilft? Das würde mich auch mal interessieren. So, der schlechte Beruf scheint das ja nicht zu sein. Halbtags im Trecker sitzen, abernten, säen, grubern. Wer sich damit auskennt, kann das gerne mal in die Kommentare schreiben. Das würde mich mal brennend interessieren. So, kommt nix. Also fahren wir weiter. Auf dass der Drängler hinter uns irgendwann mal wegfährt. Hehe. Stopp mal, hier vorne ist man doch reingekommen. Ja. Ich schaff das leider Gottes nicht mehr vom LKW. So.
müsste auch noch das andere Ding holen zum Abernten, aber hier ist auch noch nichts gewachsen. Toll. Na, da befüllen wir den Anhänger mit Gerste. So, aber vorher abkoppeln. Tatsache, ich habe das hier immer noch nicht. Okay. So, wir stellen uns erst einmal hier hin. Gerstehammer. Das ist das hier. Hier Hafen Nord, Markierung setzen, aber das fahren wir das nächste Mal weg. Denn leider ist die Zeit rum, wir haben es gerade mal geschafft, 14.000 Euro zu verdienen und eine Ladung wegzufahren. Allerdings haben wir einen neuen Drescher, zwei neue Aufsätze und einen Helfer, der fleißig arbeitet. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da. Schreibt mir in die Kommentare, was ich noch machen soll. Ich versuche das dann zeitnah umzusetzen. Und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dahin, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.